Hallo liebe Freunde, wir sind hier mit Laktan bei Let's Play Diablo 4. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Wir müssten irgendwie seinen Bruder finden, der irgendwie gestorben ist oder so. Oder was heißt gestorben jetzt? Den hat es irgendwie getroffen, ehrlich gesagt. Und irgendwie ganz krass auf jeden Fall. Also das Banditenversteck des Sündnerfluchts irgendwie zu finden. Das muss es sein. Gehen wir. Ja, ich komme mit, keine Sorge. Oha, wie stark ist der denn? LOL! Habt ihr gesehen? LOL, was ist das denn für einer? Wir gehen da direkt mit, komm. Ich brauche mehr Zeit. Tal der Narren. Ich will mit. Hier ist das. Wir machen mit. Wir helfen einfach mit. Alter Schwede. Alter, was geht bei dem ab? Der ist Level 47. Der geht so richtig ab. Oh mein Gott. LOL! LOL! Was ist das für ein Typ? LOL! Gib ihn! Oh mein Gott. Und wir haben nochmal eine neue Rüstung hier. Guckt mal. Zack. Setze ich natürlich sehr gerne auf. Oh mein Gott. Wie krass ist der Typ bitte? Alter Schwede, Level 47 oder was? Was ist er für einer? Was zum Teufel? Das ist ein... Das war einfach ein Assassin oder so. Ein Jäger. Ich brauche mehr Zeit. Der hat einfach so Waffen und so bei gehabt. So. Der hat einfach Klingen, Stahlklingen und so gehabt. Wie krass ist der denn bitte? Wisst ihr was? Ich will mir das mal ganz kurz angucken, ehrlich gesagt. In der Skillliste. Es muss doch hier irgendwo sein. Wenn wir uns das mal angucken. Klingensturm. Entfesselt einen Klingensturm aus Klingenhieben, der Gegner von euch viermal trifft und jedem insgesamt 115 Schaden zufügt. Durchschlagender Schuss. Schraubklingen. Schnellfeuer. Dann haben wir hier Schattenschritt. Krähenfüße. Preschen. Nein. Waffenbeherrschung. Auch nicht. Was ist das? Dunkler Schlei. Umhüllt euch mit bis zu 5 schützenden Schatten. Erhaltet 8% Schadensreduktion. Krass. Was gibt's denn noch hier? Giftfalle. Rauchgranate. Verschleierung. Macht euch unsichtbar. Nee, brauche ich nicht. So, irgendwas Waffen. Schatteninfusion. Erfüllt eure Waffen mit schwerendem Schatten. Giftinfusion. Tödliches Gift. Kälteinfusion. Präzisionsinfusion. Was ist denn das hier? Ey, Leute, das ist so krass. So, dann haben wir Schattenklon. Euer Schatten ahmt euch 15 Sekunden nach. Der Schattenklon verursacht 60% eures Schadens. Alter Schwede. Oh, es gibt einen Schattenklon. Todesfalle. Platziert eine Falle, die nach bla bla. Pfeilhagel. Schwung. Auf engen Raum. Präzision. Was ist das, was er da hatte? Ohne Scheiß, das frage ich mich gerade die ganze Zeit. Das war auf jeden Fall auch so einer wie wir. Ich glaube, der dunkle Schleier war das. Umhüllt euch mit 5 Schützen Schatten. Oha. Bei der Nutzung einer Abklingszeit erhöht sich eure Ausweichchance 3%, bla bla. Giftfalle. Es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann, ehrlich gesagt.
Also das mit dem Schatten, das will ich mal hier nehmen kurz. Wir können das ja eigentlich nutzen hier, ne? Ist mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen. Machen wir mal kurz hier. Ach, ich brauche ein Ziel dafür, für den Skill. Sorry Leute, wenn ich jetzt gerade so viel rede. Alter Schwede, ehrlich, das ist so krass, wirklich. Voll, das ist voll komplett gestört, wenn ich ehrlich sein soll. So, Kollege, komm mal her. Ich kann nicht länger über die Missetaten meines Bruders hinwegsehen. Licht, gib mir die Kraft, mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Lol, was war denn das jetzt? Hallo? Ich muss weg. Digga, warum checkt der gar nicht mit? Das regt mich gerade unnormal auf. Er kämpft gar nicht mit. Hier haben wir Treter und alles Mögliche. Ich frag mich ja echt. Oh mein Gott, das ist so ein Schattenangriff. Oh mein Gott, das ist ja richtig krass. Macht viel Schaden auf jeden Fall. Muss man einfach sagen, also. Teufel, echt. Ich bin noch nicht bereit. Muss jetzt schon auch niesen. Oh mein Gott. Entschuldigung. Oh mein Gott. Crazy, wirklich crazy. Ich brauche mehr Zeit. Was zum Teufel? Größte elende Hund, der gar nicht hilft, ne? Er liegt, er steht einfach nur neben mir. Was für ein Hund muss man sein, ehrlich? Dass man da gar nicht mithilft oder so, ehrlich. So asozial. Ohne Scheiß. Hier ist der Schlüssel. Schmugglerschlüssel. Ich bin noch nicht bereit. Ehrlich, wie kann man so asozial sein? Hier, 76 mehr Rüstung nehme ich. Ach, zwei mehr Rüstung. So, warte mal, wir haben... Hä? Wir sind Level up? Wusste ich gar nicht. So, hier war was. Hier kann ich nichts mehr skillen. Herzsucher ist schon ganz gut. Kraftvoller Pfeil. Herzsucher würde ich ein bisschen mehr scannen, wenn ich ehrlich sein soll. Oder... Querschläger, Chance von Speer erhöht sich auf 100%, mache ich. Mache ich einfach. Ich wollte ja sowieso Speerfeuer auch skillen. Und Herzsucher müssen wir auch auf jeden Fall skillen. So, let's go. Ich glaube, wir kommen jetzt hier durch. Hier wird es, glaube ich, brutal jetzt. Hier wird's wirklich brutal. Schmuggler. Hort. Brandstifter, überall Brandstifter.
Der Penner hilft nicht, ne? Das regt mich so auf, ne? Ohne Scheiß. Allein wie oft ich Herzsucher mit Herzsucher spiele. Ich muss unbedingt Herzsucher viel mehr spielen, ehrlich. Unterbewertet, wirklich. Also wirklich sehr, sehr unterbewertet. Wie weit sollen wir noch rein? Digga, das ist schon... Wir sind so tief in dieser Höhle. Ich weiß ja nicht, wie tief wir noch reingehen sollen. Also, ich weiß nicht, wie tief ihr noch rein wollt oder dass ich reinkommen soll, aber würde mich mal interessieren hier an der Stelle. Wirklich krass. Ich nehme einfach gerade alles auf, was es gibt, ne? Es ist einfach nur Schrott gerade im Moment. Also am Droppen hier sind nur Schrott-Items bislang. Also ich hab jetzt kein Item, was ich wirklich sehr, sehr gerne jetzt irgendwie genutzt habe oder so. Ich weiß auch gar nicht. Da! Wir sind jetzt in der Tiefe. Hier ist, glaube ich, was. Perithon! Perithon! Verdammt, wo bist du? Was? Ist das der? Nein! Hier ist ein super Gegner. Ich brauche mehr Zeit. Ein super starker. Noch nicht bereit. Komm schon. Komm. Ich habe einen Säbel gefunden. Alter Schwede, was für ein Säbel ist das? What the fuck? Der macht sogar mehr Schaden. Das ist richtig gut. Das nehmen wir natürlich gerne. Gegen den Linken. Krass, richtig gut. Oha. Die Mission und die Quest war richtig krass. Lockthorn. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Margrave verlangt nach Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Lockdown. Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt.
Ein Neuanfang. Danke für eure Hilfe. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen, niemanden zu verraten, wohin wir gehen? Verstanden. So, krass. Dankeschön. Was haben wir bekommen? Bisschen EP und eine Truhe wieder. Ja, paar Toppers und so, bla bla bla. Kann in Gegenstände gesockelt werden. Ja, haben wir jetzt aber erstmal nicht, ne? Ne, haben wir aktuell nicht so. So, jetzt gehen wir ganz kurz wieder zurück. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Alter Schwede. Also der Typ war stark gerade, aber dadurch, weil er halt so viel gedroppt hat, ging das noch. Also war noch handelbar. Noch handelbar. Sein Bruder ist einfach gestorben, geisteskrank. So. Nicht in der Stadt. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Verkaufen wir erstmal alles. Guter Handel. Ich frag mich auch immer wieder. So, warte mal, diese ganzen. Gibt es eigentlich nicht. Boah, hier sind so viele Sachen. Hier, plus 46 mehr Rüstung. Kann ich eigentlich nehmen? Nehme ich aber nicht. Ich frag mich gerade. Was ist das denn? Clan beitreten. Geil. Es gibt einen Clan. Haben wir eigentlich. Gibt es keine Truhe oder so? Kann ich keine Sachen verstauen? Was ist das eigentlich? Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher 17. Ich bin noch nicht bereit. Also ich dachte, man hatte doch damals bei Diablo sogar eine Truhe. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt, gerade. Hier Bogen und so, Stufe 4, bla bla bla. Kappe, Kopfschutz. Ring. Also, ich meine, es gab eine Truhe. Da, Beutetruhe. Ich sag ich doch. Da können wir das mal alles mal so. Ja, alles so reinlegen, was wir so haben. Finde ich immer. Oh jo, geil. Hier war, bin ich jetzt gerade, glaube ich, zum ersten Mal drin, ne? Da ist doch unsere Truhe. Richtig geil. So, rein damit. So, Bearbeitungsreiter. Passt doch. Jetzt haben wir das alles erstmal so reingegeben. Was ist das denn? Kommode? Lol. Hä? Was? Man kann die. Kann ich die. Ich kann die Farben ändern oder was? Lol. Warte mal, ich will mir erstmal. Ey, lol. Man kann. Wie geil ist dieses Feature denn? Das ist ja richtig geil. Grau, violett, braun. Rot. Blau. Grün. Grau, gelb, braun. Ja, ich nehme braun. Guck mal hier, ein freigeschaltetes Aussehen muss ausgewählt sein, bevor ihr ihn. Aussehen anwenden. Felltunika.
Was ist hier? Schwere Stiefel. Irgendwie schon geil, muss ich sagen. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was ist denn das? Möchtet ihr Platz kaufen? Assemble Nummer 2. Nö. Was zur Hölle? Wir haben doch aber immer noch unsere ganzen Sachen, oder? Ja, haben wir. Guckt euch mal an, wie wir aussehen. Das ist schon... Ja, ich nehme aber lieber so. Geil, ey. Okay, das ist wirklich richtig krass, diese Future. What the fuck? Das ist ja richtig geil. Oh mein Gott, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass sie solche geilen Futures haben und so. Was haben wir denn hier oben? Okay, hier ist nichts. Okay, ich dachte, ich könnte hier was machen. Ist noch nicht freigeschaltet, ich verstehe, okay. Sehr gut. Und was ist hier nochmal drin? Was ist das auf der Karte? Extrahierung und so, okay. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Tja, danke schön. Wir haben einfach eine Quest, keine Ahnung, was es jetzt war. Dankeschön. Hat sich ja sehr gelohnt. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wir haben hier noch ein paar Gucken wir euch mal an. Die ganze Stadt, hier ist alles voll, ne? Wir wollen eigentlich hier hoch. Und zwar... Wir haben so viele Quests, Digga. Hier oben. Ich spreche mit Mutter, Oberin, bla bla bla. Und dann haben wir hier noch was. Wir wollen eigentlich zu Yelesna. Ja. Müssen wir dann auch noch machen hier. Wir gehen mal direkt zu Yelesna rüber. Ach ja. Hier runter müssen wir. Wir müssen dazu Yelesna. Zack. Ab rüber nach Yelesna und dann hochlaufen. Das ist die einzige Möglichkeit, Freunde. Andere Möglichkeiten haben wir nicht jetzt gerade im Moment. Heiliger Bimbam. Let's go. Warnung. Ja, das kennen wir. Jeden einmal mal hier. Zack, zack, zack. Allen einmal mal gegeben. Zack, zack, zack. Dass wir überhaupt welche haben, die uns ja auch hier helfen und so, ne? Ist auch krass. So, Yelesnas Spur ist doch hier irgendwo da. Lol. Wie viel Schaden wir machen. Ich meine, wir müssen sowieso hier oben lang. Richtig geil, Mann. Atmosphäre ist wieder 10 von 10. So, ich glaube, wir müssen hier sowieso hoch, ne? Ja. Meirel muss in der Nähe sein. Ja, da gehen wir auch sofort lang, Freunde. Let's go. Ich bin noch nicht bereit. So eine geile Atmosphäre, dieses Spiel. Der gewundene Weg. Oder der ein gewundener Weg.
Let's go. So, was ist das? Ein Bogen. Den brauche ich aber nicht, weil er zu schlecht ist. Ich werde auf jeden Fall den Herzsucher nächstes Mal skillen, Leute. Habe ich mir vorgenommen. Weil wir nutzen ihn so oft, das ist so schade, wenn wir den Herzsucher nicht skillen würden. Das ist eigentlich voll der wichtige Skill. Hier keinen Herzsucher habe, dann wird es immer schwierig werden, ehrlich gesagt. Oha. Der hat mich aber weggeschubst. Habt ihr das gesehen? Irgendwie. Noll. Leute, das hängt doch ernst. Ja, und jetzt sind wir schon wieder Level Up, Digga. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so krass. Einfach Level Up. Sind noch Gegner? Nein. So, das nächste, was wir skillen, ist... Safe auf jeden Fall, Herzsucher, müssen wir. Ja. Auf jeden Fall hier, Herzsucher, falls ihr es nochmal sehen wollt. Muss ich einfach, ehrlich. Das wäre viel zu schade, wenn ich es nicht so skillen würde. Was denn hier? Ihr greift schnell an, beschwört heilige Pfeile. Nice, dankeschön. Heilige Pfeile, jetzt geht's los. So gut, ey, das macht so viel Schaden. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ah, hier müssen wir runter wahrscheinlich. Let's go. Ah doch, jetzt kommt mir bekannt vor. Der Ort kommt mir bekannt vor. Das war auch in der Beta. Wir müssen auf jeden Fall oben lang, glaube ich. Die machen so viel Schaden, ne? So ein Glaub, was ist mit denen, ey? Ohne Scheiß. Wie viel die aushalten? Ich glaube, hier müsste das, glaube ich, sein mit diesem Tristram. Irgendwas mit Tristram, glaube ich. So habe ich das verstanden gehabt. Meine ich zumindest.
Okay, da ist ein Superstarker. Let's go. Da oben ist ein Superstarker. Ah, heiliger Bimbam. Lass wir den mal hier so schön im Frieden. Zack, zack, zack. Hab genug zu tun, Kerl. Dankeschön. Nehme ich doch gerne mit. Nehme ich doch gerne mit. Ja, das macht natürlich mehr Schaden. Logischerweise trage ich natürlich sehr, sehr gerne. Aber die sieht ein bisschen anders aus. Ja, wollte schon sagen, die sieht ein bisschen anders aus. Transmogrifikation anzeigen. So nennt sich das. Transmogrifikation. Diesen Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört. Auch nicht schlecht. Aber guck mal. Guck mal, wie krass. Sieht auch heftig aus. Ich hoffe, wir kriegen einfach bald einen neuen Kopfschutz oder so. Da müsste ich nicht mehr diesen Schnabel irgendwie tragen oder so. Der sieht irgendwie nicht so gut aus. Unser Schnabel. Felltunika. Auch Schrott. Dann suchen wir mal weiter. Hier irgendwo muss was sein. Irgendwo ist Nayrel. Und auch mal hier runter. Zack, zack, zack. Gehen wir mal links lang. Hier könnte was sein. Noch ein Gespenst. Wo ist das, hör mal? Mehr Zeit. Wo ist das? Hier unten. Ihr steckt in einer Illusion der Horadrim fest. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Dann gehen wir mal da durch. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zustoßen. So heftig, ne? So geil. So ein geiles Spiel. Oh mein Gott. Mega. Wer seid ihr? Eine Art Bewohner. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadrim folgt, schafft ihr das nicht. Horadrim. Na klar, kennen wir ja. Endet immer in Feuer und Tod. Boah, Junge, das sieht so krank aus. Guckt euch mal, wie das aussieht. Guckt mal, wie krass das aussieht. Öffnet die Tür. So heftig. Vision von Tristram. Kranker Ort, ehrlich. Oha. Achtet. Hier müssen wir durch. Höchstwahrscheinlich. Guckt euch das mal an. Das Tor zur Hölle. Oder so. Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen.
Der Tag wird kommen, an dem die Horadren straucheln. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Na, danke. Let's go. Wieder in der Illusion des Horadrim. Leirel. Da seid ihr ja. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Sehr gut. Findet den Weg zum horadrischen Gewölbe. Na gut. Machen wir. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Treibt jemand übles Spiel mit uns? Dieser Ort ist ein Labyrinth. Und jetzt das. Was soll das sein? Feuriges Gespenst. Ich bin noch nicht bereit. Geile Atmosphäre. Muss ich einfach sagen. Unnormal geile Atmosphäre. Was zur Hölle? Hä? Oh, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Oben lang oder was? Lol. Tristram, ehrlich. So ein geiler Ort, Tristram. Wir müssen hier lang jetzt, Leute. Ich mach das auf jeden Fall noch, bevor wir hier überhaupt die Episode beenden. Niemals. Jetzt, wo es so spannend wird. Das horadrische Gewölbe. Rein da. Das kennen wir ja. Von der Beta. Ich weiß es noch sehr gut. Ich hatte es in der Beta gespielt, liebe Freunde. Eieiei. Ach, hier, stimmt ja. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch. Einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Oh ja. Hier ist unser Spaß. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Ja, ich muss den Schlüssel oder so suchen. Oder einen Zauber oder so. Hier finde ich doch gerade aber einen Zauber, meine ich auch, glaube ich. Ich glaube, hier ist Radamanns Zauber auch, soweit ich weiß. Hier ist irgendwas. Oder? Oder verwechsel ich hier gerade was? Lol. Ist hier nichts? Da. Nach Verse und Beschwörung. Genau, damit kann sie die Tür öffnen. Bereit. Damit kann sie die Tür öffnen. Ich verstehe. Jetzt. Das ist... Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier, das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Ja. Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Das machen wir. Let's go, einfach durch jetzt. Wir gehen links lang. Ne, wir gehen hier oben lang. Machen wir weiter. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Tja, kannst lange träumen. Ach ja, hier ist auch noch irgendwas, ne? Kommt sie? Genau, sie öffnet die Tür, meine ich. So war das. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber
Warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Chesbeth Chat! Ich gehe hier lang? Ja. Dann machen wir mal durch. Arbeitszimmer, nice. Nice Arbeitszimmer. Oha, hier sind so ein übelster Gegner, ohne Scheiß. Oha. Voller Blut alles. Ekligen Müllgeburt. Such nach Hinweisen, wie man den Schwarzen See überquert. Mache ich doch sehr gerne. Ich bin noch nicht bereit. Alle einfach mitnehmen, ey, ohne Scheiß. Okay, das wird jetzt problematisch. Ich bin noch nicht bereit. Mann, ist so geil, ne? Dieser Charakter ist einfach, der macht so Bock zu spielen. Ich weiß nicht mal warum, ehrlich. Das ist unglaublich sowas, wirklich. Warum ist das so geil, dieses Spiel? Erzählt mir das mal, Freunde. Warum? Und dieser Skill, Schattenschritt, ist geisteskrank. Was ist das denn? Wohin führt der Weg denn? Ein Portal. Oh, ja, genau. Dankeschön. Ein Bossfight. Glaube ich. Komm, du Eklige. Nein, nein, nein. Bleib einfach an, hier, zack. Oh Mann, was ist denn hier los? Wenn ich so von außen angreife, ist das ganz gut. Ich brauche mehr Zeit. Komm schon. Die Jacken verfehlen. Komm, komm, komm. Lol.
nicht bereit. Easy, easy. Belagerungsangriff. Wie viel Schaden? Ja, 33 mehr Schaden nehmen wir natürlich, logisch. So, und jetzt können wir hier was entnehmen, glaube ich. Warum hat ein Dämon dieses Buch beschützt? Ich sollte das Nerell bringen. Teleporter. Wohin? Wohin führt der Teleporter? Ah! Sie wartet hinten. Alles klar, gut zu wissen. Ich bin noch nicht bereit. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Tja, wir haben was. Interessant. Dieses Buch wurde von den Horadrim geschrieben. Hier sind Zauber und Theorien von Ragma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter zurückbringt. Sie kennt das Ritual zur Überquerung des Schwarzen Sees. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Mehr habe ich nicht. Meine Mutter wird uns helfen. Trefft mich dort unten. Junge Gelehrte, Quest abgeschlossen. Sehr cool. Ragma. Richtig krass. Wo sollen wir uns jetzt treffen? Sprech mit Mutter Oberin. Krass, okay. Also das haben wir dann durch, ne? Ihr meint, dass wir hier Ragmas Buch gefunden haben und Lilith hinter ihm her ist? Meine Mutter meinte einst, es gibt keine Zufälle, wenn Unsterbliche involviert sind. Na, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zurück wieder, würde ich sagen. Nach Korvala. Ist das Beste, was wir jetzt gerade machen können. Und wir können mal so unsere Sachen so an sich verkaufen, die wir jetzt noch so hatten. Ich glaube, das ist so am sinnvollsten gerade. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Diablo 4 Session aufgenommen, wenn ich ehrlich sein soll. Uiuiui, hier, zack, zack, verkaufen. Oha, es leckt schon hier teilweise. Ein guter Handel. Ja, finde ich auch, danke. So, Verkaufswert 1593, was ist das denn? Ein Amulett, das könnte 4% Widerstand, 4,6% Widerstand plus 5 Bewegungsgeschwindigkeit, nehme ich auch gerne. Kann ich euch helfen? Seid gesegnet. Noch etwas? So, und hier Chance von 5 bla 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 bla, 12% Chance gegen entfernte Gegner. 12% Chance. 0,9 Angriffe pro Sekunde, langsame Waffe. 1,10 Angriffe pro Sekunde. Ja. Es ist so schwer. Ich verkaufe meinen Bogen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich musste meinen Bogen verkaufen. Tut mir leid. So. Und jetzt würde ich sagen, wir müssen ja sowieso eigentlich bis hier nach oben. Seht ihr das? Nach Korvala und so müssen wir hin. Wir sind auch Level 16. So ist es nicht. Können wir eigentlich auch machen. Aber ob wir das jetzt machen, ist so eine Frage. Ah, wartet mal, ich wollte noch was ganz anderes gucken. Lass mal kurz zur Kommode. Da wollte ich auch noch kurz was gucken. Ich zeig euch mal kurz was. Wir haben das ja bereits gesehen. Mit unserem Kopf. Aussehen, anwenden. Mal ohne. Wie sehen wir denn ohne aus? Das sieht doch gut aus, oder? Machen wir mal hier. Zack. Hier, kann ich mit oder ohne? Ich mach mal ohne. Ohne sieht schon besser aus, oder? Das sieht schon geil aus. Wartet mal kurz. Hey, ich bin gerade komplett durcheinander. Aber das sieht doch viel besser aus, oder? Wie findet ihr das? Da kommt die Frau ein bisschen mehr raus, finde ich. Die hat so jetzt einfach drauf, ehrlich. Ich werde in der nächsten Folge, Freunde, werde ich hier auf jeden Fall weitermachen. Safe. Ich werde hier so durchlaufen und dann hier rüber hoch zu dieser Quest. Das ist nämlich übelst assi.
Okay, in diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Ich bin in so einer Hardcore-Aufnahmesession. Das Game ist richtig geil. Es macht so viel Bock. Vielleicht ist es für euch langweilig, ich weiß es nicht, aber mir macht es ultra viel Bock. Ciao, ciao.